den beliebtesten Urlaubs- und Reisezielen gehört das Allgäu mit seinen mächtigen Bergen, ausgedehnten Wäldern, saftigen Wiesen und schmucken Dörfern. Außer Bergen, Wäldern, Seen und Wiesen, Käse, Milch und Butter gibt es im Allgäu noch anderes, was interessant ist. Das Ziel dieser Fahrt ist die kleine Allgäuer Stadt Markt Oberdorf. Einer der schönsten Rokokokirchen des Allgäus und das kurfürstliche Schloss sind Wahrzeichen dieses Städtchens, in dem sich eine der größten und modernsten Schlepperfabriken befindet. Jährlich kommen über 10.000 Landwirte in das Allgäu, um die Fendwerke in Markt Oberdorf zu besuchen. Wenn es den Firmeninhabern Hermann, Xaver und Paul Fendt die Zeit erlaubt, begrüßen sie ihre Gäste im Werk selbst. Paul Fendt erklärt den Besuchern, dass sich die Fendt-Werke innerhalb einer einzigen Generation aus einem Kleinbetrieb zu den heutigen beachtlichen Unternehmen entwickelt haben. Zugunsten des Markt-Oberdorfer Schlepperwerkes wirkte sich auch die Verbindung der Firmeninhaber zur Landwirtschaft aus. Durch eigenes Erleben im elterlichen Betrieb lernten sie die Sorgen und Nöte der Landwirtschaft kennen. Aus dieser Sicht haben sie die Entwicklung der Landtechnik tatkräftig gefördert. In kleinen Gruppen werden die Besucher durch das Werk geführt. Ein Modell vermittelt ihnen gleich zu Beginn einen Überblick über die Größe und Gliederung des Unternehmens. Ausschnitte aus den Maschinenhallen. Teilansichten der Montagehallen. Endmontagehalle. In großen und lichten Shed-Hallen werden für die einzelnen Schleppertypen die erforderlichen Teile hergestellt. Nach dem Grundsatz moderne Maschinen für moderne Schlepper sind die Werkhallen eingerichtet. Hier werden Getriebe und Kupplungsgehäuse bearbeitet. Zu den modernen Maschinen in den Fertigungshallen gehören auch die von Fendt konstruierten und im eigenen Werk hergestellten Hochleistungs-Gelenkspindelbohrmaschinen, die in einem Arbeitsgang gleichzeitig bohren und Gewinde schneiden. Bei einem Vier-Wege-Bohrwerk können bis zu 144 Bohrungen zur gleichen Zeit durchgeführt werden. Diese Plandrehmaschine, die Kupplungsgehäuse zweiseitig bearbeitet, wurde in den Fendt-Werken hergestellt. Hier
sehen Sie eine programmgesteuerte Portalfräsmaschine, die drei Flächen des Getriebegehäuses in einem Arbeitsgang abfräst. Diese hydraulisch gesteuerte Kopierdrehmaschine arbeitet mit einer besonderen Präzision. Getriebewellen werden nach einer Schablone haargenau kopiert. Für hochwertige Maschinenteile stehen Präzisionsbohrwerke zur Verfügung, die mit einer Genauigkeit bis zu 3000stel Millimeter arbeiten. Erfahrene Facharbeiter garantieren eine einwandfreie Fertigung der einzelnen Schlepperteile, die an Genauigkeit und sauberer Arbeit nichts zu wünschen übrig lassen. In einer modern eingerichteten Lehrwerkstatt wird eine junge Generation von Facharbeitern herangebildet. Als fortschrittliches Unternehmen legt die Firma großen Wert auf eine gute und gründliche Ausbildung ihres Nachwuchses. Die gesamte Belegschaft trägt durch vorbildliche Arbeitsleistung dazu bei, dass die Fendt-Fabrikate im In- und Ausland einen guten Ruf genießen. Laufende Kontrollen garantieren fehlerloses Material und einwandfreie Fertigteile. Die mikroskopische Prüfung des Rohmaterials wird genauso gewissenhaft vorgenommen wie die der Fertigteile. Die Prüfung der Zahnräder zum Beispiel geschieht mit einer Prüfeinrichtung, die bis auf 1000stel Millimeter die Genauigkeit der Zahnformen angibt. Sie bezweifeln 1000stel Millimeter Genauigkeit. Nun, wir wollen es Ihnen beweisen. Das Haar wird zwischen die beiden Zahnräder gelegt. Der beachtliche Ausschlag auf dem Diagramm zeigt die Unebenheit, die durch das Haar entstand. Keine Angst, hier geraten nicht die Werkshallen in Flammen. In einer vollautomatischen Gasaufkohlungsanlage werden Getriebeteile bis zu 950 Grad erhitzt. Das glühende Zahnrad wird nun in der Ölpresse gehärtet. Doppelständer-Tiefziehpressen formen mit gewaltigem Druck die Motorhauben und Kotflügel. Thank you.
Punktschweißen der formschönen Schlepperhauben. Automatische Brennschneidemaschinen. In der automatischen Tauchanlage werden die Schlepperteile grundiert und weiter zum Einbrennen der Farbe befördert. Die nun mit Spritzpistolen aufgesprühten Lackfarben werden nachfolgend wiederum eingebrannt. Durch dieses Verfahren erhalten die Schlepper eine besonders widerstandsfähige Schutzhülle. In den riesigen Lagern unter den Werkshallen liegen die Schlepperteile sortiert gestapelt und gelangen über Aufzüge in die Montagehallen. Hier beginnt nun die Montage mit dem Aufsetzen des im Werk vormontierten Getriebes. Die Schleppermontage erfolgt nach modernsten Gesichtspunkten über ein automatisches Taktband. Dieses Taktband erreicht in zwei Arbeitsschichten eine Kapazität bis zu 100 Schleppern bzw. Geräteträgern pro Tag. Mit großem Interesse verfolgen die Besucher, wie aus vielen Einzelteilen der Schlepper entsteht. Und jedes Einzelteil passt. Dies kommt nicht von ungefähr, denn ausgereifte Konstruktionen, präzise Fertigung und strenge Kontrollen garantieren Qualität. Nicht am Schreibtisch, sondern hier in der pulsierenden Praxis treffen die Besucher einen weiteren Chef des Hauses, Xaver Fendt. Er hat sich an Ort und Stelle überzeugt, dass die wie Zahnräder ineinandergreifende Schlepperfertigung reibungslos funktioniert.
Für Besucher findet Xaver Fendt immer freundliche Worte. Er weiß jeden Landwirt als Kunden zu schätzen. Die montierten Schlepperrümpfe gelangen über ein automatisch gesteuertes Fließband in die Spritz- und Trocknungskammern, die Fachleute als eine der modernsten Anlagen in Europa bezeichnen. Eine zuverlässige Absaugvorrichtung erspart dem Arbeiter die lästige Schutzmaske. Die Lackierung der Schleppe erfolgt im Einbrennverfahren bei einer Temperatur bis zu 120 Grad. Diese Mähwerke fertigte das Zweigwerk der Firma Fendt in Kempten, die Kemptener Maschinenfabrik GmbH. Wie wäre es mit einem Ausflug in die Metropole des Allgäus? Durch die Werkssiedlung fährt der Bus Richtung Kempten. Die starke Kuh, die Königin des Allgäus, es will, stehen alle Räder still. Als souveräne Verkehrsteilnehmer haben Kühe im Allgäu die absolute Vorfahrt. Sie dürfen sich jederzeit und in beliebiger Anzahl auf der Straße versammeln und bewegen, sei es der Quere oder der Länge nach. St. Lorenzkirche. Die Kemptener Maschinenfabrik. Das Zweigwerk mit weiträumigen Hallen und einem modernen Maschinenpark wurde 1961 fertiggestellt. Zum Produktionsprogramm gehören neben Schlepperzubehörteilen Mähwerke, die Fendt 3-Punkt-Hydraulik, hydraulische Steuergeräte, Textilmaschinen, und Gabelstapler. Die 1,5, 2 und 2,5 Tonnen Gabelstapler eignen sich sowohl für Stapelarbeiten in geschlossenen Räumen als auch im Gelände. Doch nun zurück ins Hauptwerk. Das Mähwerk wird angebaut. Die in der Endmontage fahrbereit montierten Schlepper werden anschließend auf Herz und Nieren geprüft. Robustheit und Leistungsfähigkeit der Schlepper sind das Ergebnis einer auf Können und Erfahrung beruhenden, ausgereiften Konstruktion. Hermann Fendt, der im Jahre 1929
den ersten Diesel-Kleinschlepper mit Mähwerk und Anbaupflug konstruierte und herstellte, bestimmt die konstruktive und kaufmännische Richtung, die zu den Erfolgen des Hauses Fendt führt. In der Konstruktion ist die Firma Fendt auf weite Sicht der Zeit voraus. Erfahrene Konstrukteure und Techniker arbeiten laufend an der Weiterentwicklung der Fendt-Fabrikate. Auf dem Reißbrett entsteht, was früher oder später als neuester Stand der Landtechnik gelten wird. Modernen Fendt-Traktoren sind in ihren Leistungsklassen so günstig abgestuft, dass für jeden landwirtschaftlichen Betrieb der passende Schlepper geliefert werden kann. Für die rationelle Vollmotorisierung des Bauernhofes eignet sich ganz besonders das Fendt-Ein-Mann-System, das der Fendt-Geräteträger mit seinen vielseitigen Anbaugeräten bildet. Viele Pionierleistungen auf dem Gebiet der Landtechnik und neue bahnbrechende Konstruktionen ermöglichten den schnellen Aufstieg der Fendt-Werke. Mit einem guten Eindruck verlassen die Besucher das Schlepperwerk. Sie haben nicht nur imposante Werksanlagen gesehen, sondern einen Partner gefunden, auf den man sich jederzeit verlassen kann. Die Fendt-Werke als Familienunternehmen betrachten die Schlepperproduktion als Lebensaufgabe. An jedem Werktag rollen mehrere lange Züge mit Fendt-Schleppern und Geräteträgern in alle Teile des Bundesgebietes. Den Fendt-Werken, die in der Bundesrepublik in der Spitzengruppe der Schlepperhersteller stehen, gelang es durch eine gute, weltweite Verkaufsorganisation, auch auf sehr vielen Exportmärkten eine gesicherte Position zu schaffen. Sie besitzen eine italienische Tochtergesellschaft in Bozen und eine südafrikanische in Kapstadt. Im Zweigwerk Trattoris Fendt S.A. in Sao Paulo werden Fendt-Schlepper für Brasilien hergestellt. Und so kann man zu Recht feststellen, Fendt in aller Welt.